Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 1, Befragung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat mitgeteilt, dass heute der Bundeskanzler, Herr Olaf Scholz, zur Verfügung steht. Herr Bundeskanzler, Sie haben das Wort für Ihre einleitenden Ausführungen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Regierung hat sich vorgenommen, dieses Land zu modernisieren, dafür zu sorgen, dass die Dinge, die für unsere Zukunft wichtig sind, schneller funktionieren als in den letzten Jahrzehnten. Das ist ein großes Reformprogramm, zu dem wir schon viele Gesetze in den Deutschen Bundestag eingebracht haben im letzten Jahr und auch Anfang dieses Jahres und wo jetzt weitere folgen werden. Deshalb ist es sehr zentral, dass wir die Modernisierung unserer Infrastruktur, die Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren insgesamt voranbringen werden und dazu sehr ganz konkrete Verabredungen getroffen haben. Unser Land braucht mehr Tempo, ein Deutschland-Tempo, damit das alles gelingt. Nicht nur, wenn es darum geht, LNG-Terminals an den norddeutschen Küsten zu genehmigen, sondern auch, wenn es darum geht, all das voranzubringen, was wir für eine gute Zukunft und für wirtschaftlichen Wohlstand brauchen, was wir auch brauchen, damit wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten können. Deshalb ist sehr klar die erste Entscheidung. Wir werden die Infrastrukturentwicklung in Deutschland beschleunigen, was den Schienenverkehr betrifft, was Ingenieurbauwerke im Schienenbereich betrifft, und haben dazu alle notwendigen Entscheidungen vorbereitet und werden die entsprechenden Gesetze bald hier zuleiten, die das möglich machen. Wir tun das auch für die Straßen, für Brückenbauwerke, Ingenieurbauwerke, auch solche, die auf größere Dimensionen ausgerichtet sind als die, die vorher errichtet waren, aber auch für Engpässe, die im deutschen Verkehrsnetz als vordringlicher Bedarf ausgewiesen sind. Sie werden schneller genehmigt und schneller vorangebracht werden können. Eine Verständigung, die wir getroffen haben, genauso entsprechendes gilt für die Energienetze und die Dinge, die damit zusammenhängen. Insofern geht es schneller voran in Deutschland. Und das gilt auch für Erzeugungsanlagen, die uns so wichtig sind, ob das nun Elektrolyseure sind, ob das Solaranlagen sind, ob das eben, wie gesagt, Windenergieanlagen sind, die wir brauchen. Das Bundesemissionsschutzgesetz wird entsprechend angepasst werden. Wir nutzen auch die Möglichkeiten, die an Autobahnen existieren, Solarenergie und Windenergie zu nutzen. Wir werden den Gemeinden mehr Möglichkeiten geben, Windenergie voranzubringen für industrielle und wirtschaftliche Erzeuger. Alles eine ganz zentrale Kategorie der Beschleunigung und Modernisierung unseres Landes. Und das Gleiche gilt, wenn es darum geht, die Elektrifizierung unserer Verkehre voranzubringen. Auch das wollen wir möglich machen. Deshalb ist das ehrgeizige Ziel der Bundesregierung unverändert, dass bis zum Ende dieses Jahrzehnts 15 Millionen Fahrzeuge elektrisch fahren. Und wir werden gleichzeitig all das voranbringen, was wir brauchen, um die Technologieoffenheit bei der Verkehrswende auch tatsächlich zustande zu bringen. Auch dazu sind weitere Entscheidungen getroffen worden im Hinblick auf E-Fuels und Wasserstoff, was wir dazu benötigen. Da sich die großen Aufgaben der Klimawende nicht beschränken auf das, was ich gesagt habe, wird es auch im Bereich von Energieeffizienz und Gebäudeenergie pragmatische, sehr zugewandte Lösung geben im Hinblick auf die Anforderungen, die die Bürgerinnen und Bürger dafür haben. Niemand wird mit seinen Problemen alleine gelassen, sondern es wird allen die Möglichkeit gegeben, dass sie das schaffen können, was notwendig ist, damit wir als Land insgesamt klimaneutral werden. Aber das ist der Unterschied zu früher. Es wird Tempo geben, Beschleunigung, und diese Aufgaben werden alle zielgerichtet verfolgt. Der Stillstand der letzten Jahrzehnte, den wir konservativer Politik zu verdanken haben, ist endgültig beendet. Jetzt kommt Tempo in Deutschland. Das gilt im Übrigen auch. Das gilt im Übrigen auch, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie wir den wachsenden Wohlstand unseres Landes gewährleisten können, indem wir sicherstellen, dass immer genügend Fachkräfte zur Verfügung stehen. Deutschland hat eine sehr erfolgreiche Volkswirtschaft, und wir wissen, dass wir viel tun müssen, um all das zu mobilisieren, was in unserer Volkswirtschaft steckt, indem wir zum Beispiel dafür sorgen, dass junge Leute gut ausgebildet werden, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Laufe ihrer beruflichen Tätigkeit feststellen, dass neue Qualifikationen gefragt sind, weitergebildet werden können, und indem wir die Erwerbstätigkeit von Frauen voranbringen. Aber gleichzeitig geht es auch darum, dass wir die Fachkräfte, die wir nicht nur aus der EU, sondern auch aus anderen Ländern nach Deutschland holen können, auch tatsächlich bekommen. Und dazu brauchen wir
das modernste Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Europäischen Union, eines, das sich im weltweiten Vergleich sehen lassen kann und ganz vorne steht. Und dieses Gesetz haben wir heute auch auf den Weg gebracht. Es ist ein weiterer Schritt zur Modernisierung Deutschlands, ein weiterer Schritt, wirtschaftliches Wachstum auch für die Zukunft zu gewährleisten und ein weiterer Schritt, jahrzehntelang Stillstand zu überwinden. Vielen Dank. Wir beginnen nun mit der Befragung des Bundeskanzlers. Und zuerst hat das Wort aus der CDU-CSU-Fraktion Andreas Jung. Sie haben jetzt in Ihren einführenden Worten das Klimaschutzgesetz nicht angesprochen, obwohl es ja in Ihrem Beschluss von gestern gleich vorne drin steht. Und da gibt es nun einen erheblichen Unterschied zu dem, was Sie als früher bezeichnen. Wir haben gemeinsam in der Großen Koalition ein Klimaschutzgesetz beschlossen, um die Verbindlichkeit bei den Klimazielen sicherzustellen. Mit Ihren neuen Partnern wollen Sie die wesentlichen Fortschritte dabei jetzt wieder abschaffen. Verbindliche Jahresziele, verbindliche Sektorenziele, die Pflicht zum sofortigen Nachsteuern, wenn ein Ziel nicht erreicht wurde, alles soll weg. Nach monatelangem Streit über das gesetzlich geforderte Sofortprogramm haben Sie gestern beschlossen, wir machen gar keins, ändern stattdessen das Gesetz. Und Frau Lang erklärt, was wir da gestern beschlossen haben, reicht auf jeden Fall nicht, um die Lücke im Verkehr zu schließen. Herr Bundeskanzler, ich frage deshalb Sie, das Klimaschutzgesetz aufweichen, statt es einzuhalten. Wie können Sie das verantworten? Schönen Dank für Ihre Frage. Jetzt kommt das Klimaschutz-Sofortprogramm. Das steht in dem Text, den Sie ja sorgfältig studiert haben, auch drin. Gerade was die Maßnahmen Verkehr betrifft, ist das alles im Einzelnen und sehr präzise beschrieben. Zum Beispiel auch sehr mutige Entscheidungen, die dazu beitragen, dass nicht nur wie in früheren Jahren immer mal wieder schöne PR-Programme gemacht worden sind zum Ausbau der Ladeinfrastruktur, sondern tatsächlich, dass an jeder Tankstelle in Deutschland demnächst die Möglichkeit zum elektrischen Laden besteht, ein richtiger Fortschritt, eine Überwindung von Stillstand, der den Lobbyisten in der Union geschuldet war. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Frage des Klimaschutzgesetzes. Ja, ich bin sehr dankbar, dass wir das durchsetzen konnten, mehrfach gegen unseren konservativen Koalitionspartner der Vergangenheit. Aber klar ist, dass wir dieses Gesetz jetzt für die richtige Zukunftsperspektive 2045 CO2-neutral wirtschaften zu können, auch weiterentwickeln mussten und wollten. Und das haben wir gemacht, indem wir immer genau gucken, was ist notwendig bis zum Jahre 2030, um die Ziele, die wir bis dahin gesetzt haben, bis 35, bis 40, bis 45 auch zu erreichen. Jedes Jahr, anders als Sie hier falsch berichtet haben, wird geguckt, kann dieses Ziel auch bis 2030 erreicht werden. Alle zwei Jahre wird geguckt, haben wir zu große Abweichungen, dass wir nachsteuern müssen. Am Anfang jeder Legislaturperiode wird für die gesamten vier Jahre beschlossen, was notwendig ist zu tun. Das heißt, wir haben nicht die Idee von wir haben nicht die Idee von linearen Fortschreibungen im Blick, sondern wir wissen, dass es dynamische Veränderungen gibt. Wenn zum Beispiel Elektromobile, die bezahlbar sind, in großer Zahl ab 2025 zur Verfügung stehen, ändert das die Angebote. Und all das ist das, was wir mit diesem modernen Klimaschutzgesetz und den Reformen auf den Weg bringen. Herr Jung, Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Ja, Frau Präsidentin, Ihr Hinweis, achten Sie bitte auf die Zeit, gilt auch für das Klimaschutzgesetz. Die Jahresziele sollen abgeschafft werden, so steht es in Ihrem Beschluss drin. Ich komme zu den Heizungen. Da ist ja angekündigt worden, es soll jetzt eine Einigung kommen. Wir lesen diesen Beschluss, aber wir wissen nicht, was er bedeutet. Und wir stellen fest, dass er von Christian Lindner und Ricarda Lang völlig unterschiedlich interpretiert wird. Ich bitte Sie jetzt, für Klarheit zu schaffen. Beim Neubau soll es da in Zukunft zulässig sein, Gasheizungen einzubauen, die perspektivisch mit Wasserstoff oder grünen Gasen betrieben werden können? Soll es möglich sein, nachhaltige Biomasse einzubauen, auch Holzpellets, anders als in dem Gesetzentwurf, den Herr Habeck vorgelegt hat, den Sie gerade beschreiben? Er will das ausschließen. Wir würden es für richtig halten. Gleiches Recht für alle Ökoheizungen. Werden Sie das sicherstellen? Wie ist mit der Förderung? Sie wollen niemanden im Stich lassen, schreiben Sie da. Sind Sie bereit, die Kürzungen der Ampel bei der Heizungsaustauschprämie, auch die haben wir gemeinsam beschlossen, Sie haben sie in der Ampel gekürzt, zurückzunehmen und Klarheit zu schaffen, wer bekommt was? Ja, schönen Dank nochmal für diese Frage.
Ich will das noch mal korrigieren, was Sie falsch berichtet. Natürlich schauen wir jedes Jahr genau hin, was bis 2030 notwendig ist. Es gibt allerdings einen Unterschied, Herr Abgeordneter, zwischen dem, wie die Regierungskoalition und meine Regierung das sehen und wie Sie das offenbar betrachten. Wir wissen, dass, wenn man auf die Zukunft guckt, jedes lineare Denken falsch ist. Wir müssen ein Gefühl für Dynamik, für Veränderungsprozesse haben, für das, was in 2 Jahren und in 3 Jahren notwendig ist und welche Veränderungen durch unsere Entscheidung auch tatsächlich eintreten. Und ich will noch mal sagen, wenn es etwa, was für die Elektromobilität ganz wichtig ist, darum geht, dass die Frage von 15 Millionen Pkw bis 2030 erreicht wird, muss man auch eine Ladeinfrastruktur schaffen, die dazu geeignet ist, und kann nicht immer nur darüber reden. Was das Gebäudeenergiegesetz betrifft, ist es so, dass wir sehr weit fortgeschritten sind mit den ganz konkreten Verständigungen, die wir in der Regierung dazu vornehmen wollen. Und diese sind hier auch in dem Text adressiert. Wir sind jetzt dabei, die Förderprogramme konkret auszugestalten. Und dann werden Sie noch im April genug Zeit haben, dieses Gesetz im Einzelnen zu lesen. Und ja, Ihre Frage ist sehr richtig. Niemand wird gewissermaßen von seinem Weg ausgeschlossen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die klimaneutralen Ziele zu erreichen. Es wird auch möglich sein, dass man einen Weg findet, wenn man eine Perspektive wählt, was Wasserstoff betrifft und das angeschlossen werden soll, sowas machen zu können. Es wird also so sein, dass kein Bürger alleine gelassen wird. Die verschiedenen Wege werden genutzt werden und niemand muss, weil seine Anlage kaputt geht, sich Sorgen machen, was er denn nun als Nächstes tun soll, sondern dann wird es auch entsprechende Regeln geben, die zeitnah und regelorientiert sind für das, was da gebraucht wird. Also machen Sie sich keine Sorgen. Jetzt noch mal für alle. Das war jetzt eine sehr, sehr lange Antwort. Bitte, die Bewertung überlasse ich Ihnen, aber bitte jetzt alle die Nächsten auf die Zeit achten, und Sie dürfen noch aus der CDU-CSU-Fraktion eine Nachfrage stellen. Herr Gebhardt. Zunächst, Herr Bundeskanzler Scholz, Sie haben die Frage des Kollegen Jung überhaupt nicht beantwortet, und ich möchte Ihnen nochmals die Gelegenheit geben, einfach mit einem klaren Ja oder Nein zu antworten. Aber ich fasse nach beim Klimaschutzgesetz, dass Sie ja faktisch, und es ist völlig klar, aufweichen werden. Sie wissen, die Bundesregierung verstößt seit Wochen und Monaten gegen das Klimaschutzgesetz. Inzwischen werden Sie auch verklagt. Sie hätten längst ein Klimaschutz-Sofortprogramm beschließen müssen. Das ist eine gesetzliche Pflicht. Und ich hätte erwartet von jemandem, der sich im Wahlkampf als Klimakanzler plakatieren lässt, dass er dieser Pflicht nachkommt. Stattdessen erleben wir, dass Sie nun einfach dieses Gesetz aufweichen wollen. Und man kann doch auch nicht zu einem Bürger sagen, er muss sich nicht an ein Gesetz halten, weil dieses Gesetz im kommenden Jahr aufgeweicht werden oder verändert werden soll. Mich würde interessieren, was sagen Sie dazu? Zunächst mal will ich noch mal sehr klarstellen, natürlich wird es möglich sein, dass man auch erneut mit einer Gasheizung arbeitet, wenn klar ist, dass später Wasserstoff eine Perspektive ist. Da haben alle, die sich dazu geäußert haben, das Gleiche gesagt, wie auch ich. Und das ist, glaube ich, etwas Fantasie, was Sie brauchen, um dann da Unterschiede hinein zu interpretieren. Aber das wird ja sowieso ganz einfach. Bald lesen Sie einen kompletten Gesetzestext und dann können Sie da konkrete Verbesserungsvorschläge machen. Im Übrigen warne ich den Bürokratismus und die abstrakte Form der Regulierung von Bürgern und Bürgern, die Sie hier vorschlagen, weiter fortzusetzen. Es muss doch so sein, dass wir die Tatsache, dass eine Entwicklung stattfindet, in den nächsten Jahren berücksichtigen dürfen. Und schlichtes, einfaches, unreflektiertes, lineares Denken, das nur Jahr für Jahr betrachtet und gar nicht passiert, was im nächsten Jahr und übernächsten Jahr passiert, mit einbezieht, ist ein Denken, das einfach in die Irre führt und zu falschen Entscheidungen. Wir wollen lebensnah dafür sorgen, dass mit großem Tempo all das gemacht wird, was für das Aufhalten des menschengemachten Klimawandels erforderlich ist, und alles getan wird, damit wir die Klimaziele zu den jeweiligen Zeitpunkten, zum Beispiel 2030, 35, 40 und 45, auch erreichen. Und da gibt es dann kein Abweichen davon, sondern mehr Tempo, mehr Beschleunigung und mehr Konsequenz. Und auf die Zeit gucken. Die nächste Frage stellt aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Marcel Emmerich. Vielen Dank, Frau
Präsidentin, gestatten Sie mir eine Vorbemerkung. Es zeigt ja schon die Bigotterie der Unionsfraktion, dass in der ersten Frage das neue System der Sektorziele kritisiert wird und in der zweiten Frage dann für eine klimafeindliche Technologie gekämpft wird. Das zeigt das Problem der letzten Jahre. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, die umfassenden Ermittlungen im Reichsbürgermilieu, und dazu möchte ich Sie befragen, haben es uns noch mal brutal vor Augen geführt. Es gibt verfassungsfeindliche, rechtsextreme Netzwerke in unserem Staat, in unseren Behörden, in Sicherheitsbehörden. Und es gibt zahlreiche Verfassungsfeinde, die ganz legal Schusswaffen besitzen. Herr Bundeskanzler, wie bewerten Sie diese akute Bedrohung und welche Gesetzesvorhaben dieser Regierung sehen Sie als ganz zentral an, um gegen Reichsbürgerinnen und Reichsbürger und rechtsextreme Netzwerke konsequent vorzugehen, insbesondere um Verfassungsfeinde zu entwaffnen? Schönen Dank für die Frage. Das ist ja ein sehr ernstes Problem, das Sie dort schildern. Und deshalb muss man damit auch umgehen und muss daraus Konsequenzen ziehen, was wir an neuen Erkenntnissen jetzt bekommen haben. Wir sind sowieso dabei, über eine weitere Reform des Besitzes von Waffen zu reden und dabei konkrete Regelungen zu treffen, die es besser machen, dass die Verwaltung mit ihren Erkenntnissen umgehen kann und die richtigen Erkenntnisse auch erzielen kann. Und deshalb wird es einen Reformvorschlag der Regierung in Kürze geben, der zwei Zielsetzungen miteinander verknüpft, nämlich einerseits, wie kriegen wir das hin, dass all die Anforderungen erfüllt werden können an das, was wir wissen müssen, um Verwaltungsentscheidungen vor Ort zu ermöglichen. Und zweitens, wie kriegen wir das hin, dass sowohl die bestehenden gesetzlichen Vorschriften als auch die künftigen auch tatsächlich beachtet werden. Denn das gehört ja auch dazu. Nicht nur, dass die Verwaltungsbehörden, die Waffenbehörden alle Handlungsmöglichkeiten haben, sondern dass sie die auch einsetzen. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler, für die ausführliche Antwort. Die Bundesinnenministerin Faeser hat in den vergangenen Wochen ja schon unterschiedliche Vorschläge gemacht, die in den Medien bekannt geworden sind. Deswegen mit Blick auf psychologische Gutachten, mit Blick auf halbautomatische Waffen, Schreckschusswaffen und dergleichen. Meine Frage an Sie, sprechen Sie sich also für eine Verschärfung des Waffenrechts aus? Unterstützen Sie das? Und dann bin ich auch dankbar, dass auch aus unionsgeführten Ländern mittlerweile Unterstützung für einzelne Waffenrechtsverschärfungen kommt. Bei der Unionsfraktion war das in der Vergangenheit nicht so. Was würden Sie der Unionsfraktion mit auf den Weg geben, um an dieser Stelle Ihre Scheuklappen abzusetzen? Ach, ich habe der Unionsfraktion ja schon ein paar Vorschläge gemacht. Da müssen nicht allzu viele noch dazukommen. Also ich will vielmehr mich auf die Verantwortung der Regierung beziehen. Wir haben vor, das Waffenrecht so streng zu fassen, dass es den Anforderungen an die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger entspricht. Das muss eine behutsame Reform sein. Wir haben ja schon sehr viele Regeln, die auch umgesetzt werden müssen. Und in diesem Spannungsfeld werden wir sehr kurzfristig einen Vorschlag machen. Vielen Dank. Gibt es einen Fragesteller, Fragestellerin aus der AfD-Fraktion? Sie haben sich zuerst gemeldet. Sie haben das Wort. Geht das? Ja, Herr Bundeskanzler, jetzt haben Sie sich ja seit Wochen über den Heizungshammer Ihres Wirtschaftsministers, das Verbot von Öl- und Gasheizungen, gestritten. Jetzt haben Sie sich 3 Tage lang eingeschlossen. Und was ist das Ergebnis dazu? Nicht mal eine halbe Seite Worthülsen, nichts Konkretes. Und jetzt frage ich Sie, 30 Millionen Haushalte in Deutschland heizen mit Öl oder Gas. Und was ändert sich jetzt ganz konkret für diese Menschen durch dieses Papier im Gegensatz zum Heizungshammer Ihres Wirtschaftsministers? Denn praktisch haben Sie ja das Verbot von Öl- und Gasheizungen ab nächstem Jahr gar nichts dran geändert. Oder welche Heizung außer einer Wärmepumpe kann sich denn der Bürger ab nächstes Jahr noch vernünftigerweise einbauen? Ja, schönen Dank auch für diese Frage. Aber dass Sie dort einen kurzen Text sehen, der übrigens die ganze Zeit unstrittig zwischen den Regierungsparteien existiert hat, liegt daran, dass wir uns über die Sachfrage, wie ein solches Gesetz aussehen soll, schon vorher geeinigt hatten, das also gar nicht der eigentliche Gegenstand unserer Debatten war.
Vielleicht enttäuscht Sie das, aber wir sind schon weiter und brauchten uns darüber jetzt nicht noch viele Stunden unterhalten, sondern wissen, was genau, was wir tun wollen, um eine möglichst flexible Regelung, die jedem Lebenssachverhalt und allen Bürgern und Bürgern gerecht wird, zu schaffen, die viele, viele sehr unterschiedliche Fälle kennt. Insbesondere wissen wir ja auch, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihre Heizung, die sie heute mit Öl und Gas haben, ja auch noch lange nutzen werden. Es gibt Fälle, wo man was reparieren muss, das soll möglich werden. Es gibt Fälle, wo man neu investieren will. Auch da gibt es viele Kombinationen, die jeweils der Lage entsprechen, in der man sich vor Ort empfindet. Das wird eine unbürokratische, einfache Regelung sein, die viele unterschiedliche Sachverhalte berücksichtigt, aber gleichzeitig im Blick hat, 2045 will unser Land CO2-neutral sein. Das gilt auch für das Heizen. Und das ist etwas, was nicht gelingt, indem wir im Jahr 2044 damit anfangen. Ja gut, also, Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Also ich stelle fest, Sie halten dann also fest am Öl- und Gasheizungsverbot für am faktischen Öl- und Gasheizungsverbot ab nächstem Jahr, weil nach wie vor 65% erneuerbare Energien für die Heizung für Neueinbauten verwendet werden müssen. Das geht dann nur noch mit Biogas und vielleicht grünem Wasserstoff. Und jetzt frage ich Sie, wo kriege ich denn, wenn ich in 9 Monaten meine Heizung austauschen muss, wo kriege ich denn da jetzt Ökogas oder grünen Wasserstoff her? Welche Stadtwerke werden das dann ganz konkret in 9 Monaten anbieten? Ganz gute Frage. Deshalb auch die einfache Antwort: Zu keinem Zeitpunkt hat irgendjemand geplant, dass er etwas tun muss, was man gar nicht tun kann. Das stand niemals zur Debatte. Und deshalb gehört es ein bisschen zu den unehrlichen politischen Parolen, die verbreitet werden, zu behaupten, sowas sei je geplant gewesen. Das ist nicht der Fall. Und deshalb kann ich auch Ihnen, Sie bitten, dass Sie alle Bürgerinnen und Bürger, die Ihnen schreiben, beruhigend sagen, alles gut, der Kanzler macht das ordentlich und das wird auch funktionieren. Nächste Frage stellt aus der SPD-Fraktion Nathalie Pawlik. Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, Sie haben in Ihren Ausführungen das wichtige Thema Fachkräfte angesprochen. Wir alle spüren bereits heute den enormen Fachkräftebereich, sei es in der Pflege, im Handwerk oder in den öffentlichen Verwaltungen. Dieser Bedarf wird in Zukunft zunehmen aufgrund vom demografischen Wandel, von Transformationsprozessen oder eben auch neue Anforderungen an Produktionsstrukturen. Können Sie bitte noch mal konkretisieren, welche Prioritäten Sie beim Fachkräftebedarf setzen? Die allererste Priorität, die wir in dieser Hinsicht setzen, ist zunächst mal, dass wir all das, was hierzulande an Potenzial vorhanden ist, auch tatsächlich nutzen und einsetzen. Die jungen Leute, die nach Arbeitsplätzen suchen, sollen auch eine Perspektive haben. Sie sollen gute Qualifizierungsmöglichkeiten haben. Und im Übrigen auch diejenigen Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, die schon in Arbeit sind und merken, sie müssen jetzt ein paar andere Sachen können als bisher. Deshalb ist es kein Zufall, dass mit dem heutigen Gesetzentwurf zur Fachkräfteeinwanderung gleichzeitig ein Gesetz zur Weiterbildung beschlossen worden ist. Ich habe auch schon davon gesprochen, dass wir die Möglichkeiten für Frauen, berufstätig zu sein, für Eltern berufstätig sein, zu verbessern wollen, damit wir auch da das inländische Potenzial von Frauen und Männern, die gerne arbeiten wollen, besser nutzen können. Aber dann wird es nicht reichen. Und darum brauchen wir jetzt dieses Gesetz, das überall in der Welt diejenigen, die Qualifikationen haben, anwirbt, dass sie nach Deutschland kommen. Sprachkenntnisse spielen eine große Rolle und das, was wir für unsere beruflichen Tätigkeiten hierzulande brauchen. Und das wird sehr breit gestreut sein. Und hinterher, wenn das Gesetz fertig ist, werden wir gleichzeitig auch dafür gesorgt haben, dass die bürokratischen Hürden abgebaut sind, sodass das tatsächlich in aller Welt gelingt. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Ja, vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Sie haben es gerade kurz angesprochen. Wir haben nicht nur das Problem des Fachkräftebedarfs, sondern auch eine Fachkräfteabwanderung, die sich insbesondere auf ausländische Fachkräfte hier in der Bundesrepublik Deutschland bezieht. Es gibt eine Studie, die im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit erstellt worden ist, die besagt, dass ein Viertel der ausländischen Fachkräfte keine Perspektive aus aufenthaltsrechtlichen Gründen in Deutschland sehen. Viele geben an, dass die fehlende Anerkennung ihrer beruflichen Abschlüsse für sie eine Hürde darstellt, hier zu bleiben, oder auch die fehlende soziale Integration ein Grund dafür darstellt, dass Menschen hier nicht bleiben möchten und hier arbeiten. Können Sie bitte noch mal konkretisieren, wo die Bundesregierung hier ansetzen wird, um eben als attraktives Land für die ausländischen Fachkräfte zu agieren?
Eine klare Antwort auf diese Frage. Wir wollen natürlich dafür Sorge tragen, dass Aufenthaltsperspektiven sicher sind, aber auch, dass Hürden, die heute existieren, beseitigt werden. Zum Beispiel, wenn jemand die Qualifikation auch anderswo zu Hause zum Beispiel eingesetzt hat, dann soll die Möglichkeit geschaffen werden, das auch hierzulande zu tun und parallel dann die notwendigen Anerkennungsverfahren oder aber die zusätzlichen Qualifikationserfordernisse zu erfüllen. Das ist lebensnah und wird es dann auch attraktiver machen, hierzulande seine Fähigkeiten und seine beruflichen Qualifikationen einzusetzen. Und davon gibt es ähnlich viele weitere Regelungen, die das möglich machen sollen. Im Übrigen, glaube ich, gilt für uns alle, wir wissen, wir haben einen großen Bedarf an regulärer Migration. Wir haben auch einen Bedarf, die irreguläre Migration einzudämmen. Und deshalb werden wir mit vielen Ländern Vereinbarungen schließen, die beides zusammenbinden, nämlich die Rücknahme derjenigen, die nicht hier bleiben können, aber die Aufforderung, dass diejenigen, die genau unseren Anforderungen entsprechen für unseren Arbeitsmarkt, eine Chance bekommen, den Weg nach Deutschland zu gehen. Die nächste Frage stellt aus der Fraktion Die Linke Dr. Gesine Lötsch. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Bundeskanzler, ich habe eine Frage zum Neubau des zweiten Kanzleramtes. Den Begriff Erweiterungsbau sollten wir nicht nutzen, denn der ist einfach zu niedlich. Stand heute kostet dieser Neubau 777,2 Millionen Euro. Und wir wissen ja alle, dass Baupreise explodieren. Wie finden Sie denn den Vorschlag Ihres Finanzministers Christian Lindner, der jetzt durch den Staatssekretär Tonka ersetzt wurde, mit diesem Geld doch lieber preiswerte Wohnungen zu bauen und deshalb auf den Neubau des zweiten Kanzleramtes zu verzichten? Zunächst mal kann ich nicht bestätigen, dass Bundesminister Lindner durch Staatssekretär Tonka ersetzt wurde. Aber ich weiß, dass die beiden hervorragend zusammenarbeiten und deshalb sitzt jetzt Herr Tonka hier und das ist auch gut so. Was die zweite Frage betrifft, wir haben Entscheidungen getroffen, schon in der letzten Legislaturperiode. Und die entsprechenden Abarbeitungsschritte sind im Gange, wie man ja sehen kann, wenn man sich einmal umguckt. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Apropos Entscheidungsschritte. Dem Haushaltsausschuss wurde damals versprochen, dass es einen schlichten Zweckbau geben würde. Jetzt ist der Quadratmeterpreis für diesen Bau bereits höher als für die Quadratmeterpreise des Berliner Schlosses. Und der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass die Investitionen pro geschaffenen Büroarbeitsplatz die 1-Million-Euro-Grenze schon überschritten haben. Finden Sie das angemessen? Und welche Schritte werden Sie einleiten, um dieser Kritik des Bundesrechnungshofes entgegenzutreten? Die Haushälter der letzten Legislaturperiode und die Regierungen der letzten Legislaturperioden haben diesen Weg beschritten, dass sie eine nicht von der heutigen Architektur der existierenden Gebäudes abweichende Erweiterung des Kanzleramtes vornehmen wollen und dass sie im Übrigen den Beginn des Baus und der ganzen Vorbereitungsschritte dann ansetzen, wenn die Planungen so weit fortgeschritten sind, dass man nicht überrascht ist von Dingen, die dann im Laufe der Zeit noch passieren. Und genau das ist der Weg, der jetzt auch unverändert verfolgt wird. Die nächste Frage stellt aus der FDP-Fraktion Carina Konrad. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, der Koalitionsausschuss, der hat ja gestern ein echtes Modernisierungspaket für Deutschland auf den Weg gebracht für die Planungsbeschleunigung und auch für marktwirtschaftlich basierten Klimaschutz. Und der Zustand von Deutschlands Infrastruktur, der ist ja vielerorts marode und das macht uns Freien Demokraten richtig große Sorgen. Und der Verkehrsminister hat ja bei Amtsantritt bröckelnde Brücken und auch zum Teil zurückgebaute Weichen vorgefunden. Das ist wirklich ein schweres Erbe, das da angetreten wurde. Und der Zustand unserer Infrastruktur, der hat ja Auswirkungen auf die Lebensqualität der Menschen, der hat Auswirkungen auf die wirtschaftliche Leistung unseres Landes und damit auch auf den Wohlstand unseres Landes. Wir wissen, dass die Verkehre zunehmen werden und wir wissen auch, dass in Zukunft mehr Güter transportiert werden müssen über alle Verkehrsträger.
Und deshalb brauchen wir auch einen guten Zustand. Und deshalb bin ich froh, dass wir ein Planungsbeschleunigungspaket jetzt gestern auch vorgelegt bekommen haben. Und deshalb möchte ich Sie fragen, für wie wichtig Sie denn die Beschleunigungspunkte hier in diesem Modernisierungspaket halten für die verschiedenen Verkehrsträger, für die Schiene, für die Straße, aber auch für die Wasserstraße. Schönen Dank für die Frage. Aus meiner Sicht ist Beschleunigung die größte Aufgabe, die wir neben vielen inhaltlichen Fragestellungen in unserer Volkswirtschaft zustande bringen müssen. Wir sind über Jahrzehnte immer ganz gemächlich gewachsen. Und jetzt haben wir eine Mobilisierungsphase von Investitionen, die weit von über das hinausgeht, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Wahrscheinlich ist das eine Beschleunigung von Investitionen, wie wir sie zuletzt Ende des 19. Jahrhunderts oder in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gesehen haben. Und dafür sind die gesetzlichen Vorschriften, die wir heute haben, nicht gemacht. Deshalb muss man sie ändern, sodass wir die Schutzherausforderungen, die wir brauchen, alle gewährleisten können, aber trotzdem Entscheidungen nicht 6, 10 Jahre dauern, die man auch in einem Jahr oder anderthalb Jahren treffen kann. Und genau das ist mit diesen Maßnahmen verbunden. Es wird Wachstum erzeugen, es wird unsere Verkehrsinfrastruktur bei der Schiene, bei der Straße verbessern, bei der Wasserstraße. Und genau das ist das, was wir als Land brauchen. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Es ist ja maßgeblich Ihnen, Ihrem Druck und dem Druck vom Bundesverkehrsminister zu verdanken, dass wir in Zukunft keine Technologie beim Klimaschutz im Verkehr ausschließen müssen und dass auch Autos mit Verbrennungsmotor nach 2035 zugelassen werden können, wenn uns diese Technologien zur Verfügung stehen. Wie bewerten Sie die Einigung in Sachen E-Fuels und welche Bedeutung haben diese Einigungen in Deutschland mit Blick auf die Wirtschaft, gerade die mittelständisch geprägte Wirtschaft in ländlichen Regionen, auf Arbeitsplätze und damit auch auf die Entwicklung unseres Landes? Wir brauchen CO2-neutrale Mobilität. Das ist ein großer Innovationsschub, auch für die Unternehmen, die Fahrzeuge produzieren, ob es nun Pkw oder Lkw sind. Und wir sehen, dass das alles im Gange ist, wer die oft weit über 100 Milliarden großen Investitionen unserer Automobilhersteller zum Beispiel betrachtet im Hinblick auf Elektromobilität, im Hinblick auf die Möglichkeit, mit Brennstoffzellenfahrzeugen zu fahren, die Wasserstoff nutzen, aber auch die Gedanken, die gemacht werden im Hinblick auf E-Fuels, der sieht, da ist was im Gange, was einen großen Schub mit sich bringen kann. Wir haben als Bundesregierung sehr aktiv daran mitgearbeitet, dass die europäische Verständigung in dem Trilogergebnis zustande kommt. Und von vornherein war es für uns wichtig, dass dort klargestellt wird, dass es auch für E-Fuels die Möglichkeit geben soll, Fahrzeuge, die mit E-Fuels betrieben werden können und sollen, die Möglichkeit gibt, das ab 35 zu tun. Und diese Verständigung unserer Regierung, die schon in die Erwägungsgründe des Trilogergebnisses eingeflossen ist, ist jetzt auch in einem ganz pragmatischen Verfahren festgelegt, wie das im europäischen Gesetzgebungs- und Rechtsetzungsprozess umgesetzt wird. Die nächste Frage stellt für die CDU-CSU-Fraktion, ich glaube, Silvia Breer, genau. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Bundeskanzler, Sie haben jetzt 30 Stunden verhandelt, aber die allermeisten Streitthemen in Ihrer Koalition weder angesprochen, geschweige denn gelöst. So ist Ihre Bundesregierung mit der Kindergrundsicherung als dem zentralen familienpolitischen Vorhaben, Zukunftsprojekt sozusagen, gestartet. Und im Vorfeld des Koalitionsausschusses haben Sie eine Einigung bei dem Streit oder ist zumindest in Aussicht gestellt worden. Fakt ist aber, dass in 16 Seiten Ergebnisprotokoll das Wort Kindergrundsicherung an keiner einzigen Stelle auftaucht. Ihre Familienministerin Paus möchte eine massive Ausweitung der sozialen Leistungen, während der Finanzminister Lindner hauptsächlich ein Digitalisierungsprojekt darin sieht. Wie sehen Sie es? Zunächst mal ist es ja doch ganz interessant, was alles immer spekuliert wird, was bei jeweiligen Gesprächen und Koalitionsausschüssen eine Rolle spielt. Ich kann jedenfalls sagen, dass das mediale Topfschlagen noch nie so daneben gelegen hat wie bei diesem Koalitionsausschuss. Ständig habe ich Berichte gelesen über Ereignisse, die nicht stattgefunden haben und Gesprächsthemen aufgerufen gefunden, die niemals auf der Tagesordnung standen. Sondern das, was wir jetzt machen wollten und gemacht haben, ist die große Modernisierung unseres Landes, die Beschleunigung von Infrastrukturprojekten, den Ausbau der erneuerbaren Energien, der Elektromobilität, das, was wir alles hier schon berichtet haben. Klar, wir haben auch noch viele andere Reformen vorhaben, denn es gibt einen großen Reformstau in Deutschland. Und eines davon ist die Kindergrundsicherung. Das steht im Koalitionsvertrag.
Dafür ist eine substanzielle Entscheidung schon getroffen worden, nämlich mit der Anhebung des Kindergeldes für das erste, zweite und dritte Kind auf die Höhe des Kindergeldes für das vierte Kind von 250 Euro. Und mit der Anhebung des Kinderzuschlages auf 250 Euro ist eine große finanzielle Veränderung zugunsten von Familien mit Kindern, die berufstätig sind und wenig Geld verdienen, passiert. Und das, was wir jetzt erreichen wollen, das ist das Projekt der Kindergrundsicherung, dass die Leistungsansprüche, die da zur Verfügung stellen, auch tatsächlich genutzt werden. Denn wir wissen zum Beispiel von dem Kinderzuschlag, dass der nur zu knapp 30% genutzt wird. Und das ist bitter, wenn man weiß, dass es um Familien geht, die wirklich arm sind, obwohl ein Elternteil oder beide Elternteile arbeiten. Das wollen wir und das werden wir ändern. Das ist das gemeinsame Projekt der Regierung. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Worauf basiert Ihre Aussage, dass der Kinderzuschlag nur für 30 oder 35% in Anspruch genommen wird? Das ist eine direkte Nachfrage. Und dazu noch mal die Aussage der Familienministerin, die vorgeschlagen hat, die Kindergrundsicherung zur Finanzierung, den steuerlichen Kinderfreibetrag zu senken. Die Ministerin hat, Zitat, gesagt, es ist absurd, dass wohlhabende Familien über die Kinderfreibeträge deutlich stärker entlastet werden als ärmere Familien. Herr Bundeskanzler, wie stehen Sie zu diesem Vorschlag der Familienministerin mit Blick auf das Verfassungsrecht? Und ist auch für Sie eine Familie Eltern mit einem Kind im jährlichen Bruttoeinkommen von demnach 69.000 Euro eine wohlhabende Familie? Schönen Dank nochmal für Ihre Nachfrage, was das Thema betrifft. Sie wissen, dass es sehr verschiedene Betrachtungen und Untersuchungen gibt. Und deshalb gibt es sehr viele, die sagen, nach all dem, was Sie an Betrachtung vorgenommen haben, ist die Nutzungsquote, was die Kindergrundsicherung betrifft, den Kinderzuschlag betrifft, etwa in dieser Größenordnung von 30%. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das bisher auch immer den verschiedenen Berechnungen zugrunde gelegt worden für die Inanspruchnahme, auch in den letzten Jahren. Und aus diesem Grunde ist es notwendig, dass wir die Beteiligungsquote erhöhen. Beim Kindergeld gehen wir davon aus, dass praktisch 100% das auch tatsächlich bekommen, denen das zusteht. Bei der Kindergrundsicherung eben nicht, weil das eine auch sehr schwer bürokratisch zu beantragende Leistung ist. Das wird also wirklich Kreativität und gutes Können erfordern, dass wir dort eine gute Reform machen, die erwerbstätigen Eltern mit geringem Einkommen hilft, dass sie ihre Kinder eine gute Zukunft bieten können. Und das ist genau das, was wir uns vorgenommen haben. Im Kern haben wir im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass es in jedem Fall zu diesen beiden Aspekten kommen soll, die ich hier geschildert habe. Alles andere ist Gegenstand von Diskussionen. Aber das wird ja auf alle Fälle so sein, dass wir für den Finanzrahmen das nutzen, was jetzt mit dem Kindergeld und seiner Erhöhung und dem Kinderzuschlag auf den Weg gebracht worden ist. Herr Steininger. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, ich will mal zunächst feststellen, dass ich es ziemlich unmöglich und ehrlich gesagt auch nicht akzeptabel finde, dass Sie auch in dieser Regierungsbefragung wieder die Fragen von frei gewählten Abgeordneten aus der Opposition nicht beantworten. Sie haben die Frage der Kollegin Breher nicht beantwortet und deswegen frage ich noch mal ganz konkret nach. Wird diese Bundesregierung die Freibeträge, die Kinderfreibeträge oder den Freibetrag für Betreuung, Erziehung und Ausbildung entweder einfrieren oder absenken, um die Kindergrundsicherung zu finanzieren? Ich habe Ihnen eben bereits berichtet, deshalb ist Ihre Auskunft falsch, dass wir ausschließlich Festlegungen über Leistungshöhen getroffen haben in dem Koalitionsvertrag. Weitere Festlegungen, etwa zu steuerrechtlichen Fragen, gibt es nicht. Deshalb kann man über sie auch nicht berichten, auch nicht auf die 84. Nachfrage. Nächste Frage stellt aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Deborah Diering. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, in Zeiten von globalen Krisen und dem brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind die dramatischen Folgen gerade für die Länder des globalen Südens sehr offensichtlich. Wir brauchen dafür auf der einen Seite zur Bekämpfung eine kluge und handlungsfähige Außen- und Sicherheitspolitik und auf der anderen Seite aber auch eine engagierte Entwicklungszusammenarbeit, die langfristig Resilienz gegen diese Krisen fördert. Im Koalitionsvertrag und insbesondere durch die sogenannte 1-zu-1-Regelung haben wir ja bereits als Koalition festgeschrieben, genau diese vorausschauende Denkweise hier umzusetzen. Meine Frage an Sie wäre:
Wie planen Sie angesichts dieser vielfältigen Krisen sicherzustellen, dass auf der einen Seite genug Finanzmittel für die akuten Bedarfe, beispielsweise im Bereich der humanitären Hilfe, vorhanden sind und wir auch gleichzeitig unsere globalen Verantwortung gerecht werden, die langfristige Entwicklung und Resilienz global zu fördern? Das ist natürlich eine große Herausforderung, auch für die nächsten Jahre, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, dass eine gute Entwicklung überall in der Welt möglich ist. Und deshalb gehört es zu unserer Entwicklungszusammenarbeit und dem, was wir weit darüber hinaus tun, dass wir all die Fragen, die Sie in Ihrer Frage, also die Themen, die Sie in Ihrer Frage angesprochen haben, auch adressieren. Das wird natürlich jedes Jahr wieder neu ein Thema der Haushaltsberatung sein. Das, glaube ich, muss man ja jetzt nicht falsch sehen. Aber es ist etwas, das jedenfalls zu den Anliegen der Regierung gehört, dass wir da unserer Verantwortung gegenüber der Welt gerecht werden. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Vielen Dank. Sie haben gerade von globaler Verantwortung geredet, der wir gerecht werden sollen, gerade in Bezug auf die Klima- und Biodiversitätskrise, die wir gerade fokussieren und die voraussichtlich auch immer schlimmer wird, möchte ich Sie fragen, wollen Sie damit umgehen, dass wir genau dieser Krise noch vermehrt intensiv begegnen? Wie wollen wir die internationale Bio- und Diversitätsfinanzierung weiter ausbauen? Und wie wollen wir auch unserer internationalen Verantwortung dabei gerecht werden? Wir haben bei den entsprechenden Konferenzen und auch bei der letzten COP entsprechende Zusagen gemacht, die wir auch im Hinblick auf die finanziellen Mittel, die wir aufbringen wollen, erreichen wollen. Und an die werden wir uns auch halten. Das ist ja nicht einfach so erfolgt seitens der Ministerin und der anderen Verantwortlichen, sondern das ist etwas, das nach sorgfältiger Rückkopplung in der Regierung passiert ist. Wird eine Herausforderung sein, diese ganzen Anforderungen und Zusagen auch zu erfüllen. Aber wir wollen uns davor nicht drücken. Nächste Frage stellt aus der AfD-Fraktion Markus Bühl. Frau Präsidentin, vielen Dank für das Wort. Auch meine Frage zielt auf den Erweiterungsbau ab und ich habe Ihre Beantwortung an die Kollegin als ungenügend empfunden. Herr Bundeskanzler, von Beginn an setzen wir uns als AfD-Fraktion gegen die Errichtung dieses Erweiterungsbaus ein und zwar aus guten Gründen. Der Bau soll einen Hubschrauberlandeplatz für 30 Millionen erhalten, dazu üppige Wintergärten und eine ebenso üppige 250 Quadratmeter große Dienstwohnung für den Kanzler, um nur einige Details zu nennen. Marode Schulen im ganzen Land und abertausende kaputte Straßenbrücken, während Sie die Bürger zum Sparen aufrufen, soll ein solcher Prunkbau für die Regierung errichtet werden. Kostenpunkt inzwischen fast 800 Millionen Euro Steuergeld. Ist denn in den vergangenen Tagen bei Ihren Beratungen das Thema Erweiterungsbau besprochen worden, mit der Einsicht, den Bau nicht zu errichten? Wir haben, wie gesagt, über die Modernisierung unseres Landes und die Beschleunigung von Planung gesprochen, wie wir es schaffen, CO2-neutral zu wirtschaften und ein großes wirtschaftliches Wachstum in Deutschland zustande zu bringen. Das sehen wir ja gegenwärtig auch. Wir haben unverändert eine gute Konjunktur. Wir haben eine sehr geringe Arbeitslosigkeit. Wir haben sogar einen Mangel an Arbeitskräften. Und das ist der Rahmen, in dem natürlich auch lange getroffene Entscheidungen weiter betrachtet werden. Bei dieser Gelegenheit der Koalitionsgespräche hat das Thema, wie Sie haben danach gefragt, keine Rolle gespielt, sondern wie gesagt die Modernisierung und der Fortschritt für Deutschland. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Die stelle ich gerne. Wir lehnen diesen Prunkbau, wie gesagt, vollständig ab und ich fordere Sie auf, stoppen Sie dieses Projekt. Oder ist es für Sie zeitgemäß und angemessen, den Steuerzahlern einen derart überdimensionierten Bau zu servieren? Ich glaube, dass Ihre Einschätzung von Prunk in der Architekturgeschichte Deutschlands irgendwie nicht ganz zutreffend ist. Ich gebe zu, es gibt hier in dem Umfeld viele Prunkbauten, die errichtet worden sind mit viel Gold und allen möglichen Machtinsignien. Solche werden hier nicht geplant und würden auch meinem Architekturverständnis nicht entsprechen. Obwohl ich die Entscheidung nicht getroffen habe, wie das genau aussehen soll, sondern das alles längst in der letzten Legislaturperiode passiert ist, will ich nur sagen, man muss alle, die da entschieden haben, in Schutz nehmen vor dieser Denunziation, insbesondere die Architekten, denen sie völlig Unrecht tun. Nächste Frage stellt aus der SPD-Fraktion Dunja Kreiser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, das Waffenrecht in Deutschland ist eines der schärfsten der Welt.
Dennoch kommt es auch in Deutschland immer dazu, dass Schusswaffen auch in falsche Hände gerät und dadurch Menschen leider auch sterben. Wenn Demokratiefeinde wie sogenannte Reichsbürger und Selbstverwalter Waffen besitzen, stellt das nicht nur unsere Einsatzkräfte vor großen Herausforderungen, sondern kann unter Umständen auch Dritte gefährden. Wir wissen, die größte Gefahr kommt immer noch von rechts. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um die öffentliche Sicherheit zu erhöhen? Und wie schätzt man die Gefahr von sogenannten Reichsbürgern und Selbstverwaltern ein? Schönen Dank für diese Frage zu dem wichtigen Thema. Es hat ja auch schon andere Abgeordnete gegeben, die das für sich als große Herausforderung und als große Fragestellung gesehen haben, zu Recht, wie ich finde. Denn da ist ja was los. Und wir müssen trotz der Tatsache, dass wir, wie Sie gesagt haben, das eines der schärfsten Waffengesetze der Welt haben, natürlich gucken, ob es alles schon richtig gemacht ist. Sie wissen, dass die Bundesinnenministerin sich Gedanken macht zu einer Reform, die, wie ich schon geschildert habe, zwei Aspekte erfüllen soll. Wie können wir sicherstellen, dass man besser informiert ist, die notwendigen Informationen hat für die Entscheidungen, die zu treffen sind, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine gute Verwaltungspraxis der Waffenbehörden auch tatsächlich da sind. Und zum Zweiten gibt es etwas zu tun, wo wir die Praxis der verschiedenen Waffenbehörden in Deutschland auch noch mal weiter voranbringen können. Denn das hat sich ja auch gezeigt, dass immer wieder in den letzten Jahren, wenn solche Fragen aufgeworfen worden sind, nicht ganz sicher war, ob da alle Möglichkeiten schon genutzt wurden, die auch das bis dahin jeweils geltende Recht geboten hat. Und in diesem Zweiklang von Präzisierung des geltenden Rechts, damit es noch effizienter werden kann, und der Frage, was können wir tun, damit auch die Verwaltungspraxis die Möglichkeiten nutzt, die vom Gesetz geschaffen werden, werden wir eine Reform bald vorlegen. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, danke für die Beantwortung. Wir haben aber bereits schon im Koalitionsvertrag uns mit der Thematik auseinandergesetzt und vereinbart, dass in der polizeilichen Kriminalstatistik Waffen in illegale und legale Waffen unterschieden werden. Das Bundeskriminalamt und die Polizeien der Länder schon damit begonnen, mit dieser Anpassung, was illegale und legale Waffen anbelangt? Es wird gegenwärtig darüber sehr intensiv diskutiert zwischen den verschiedenen Behörden, wie eine solche Differenzierung in der Statistik gemacht werden kann. Das ist nicht ganz trivial, aber es ist etwas, was unbedingt verfolgt wird. Also das soll passieren, ist aber nicht einfach gemacht, weil das ja dann auch tatsächlich überall in der konkreten Verwaltungspraxis eine solche Differenzierungsentscheidung geben muss, die man dann statistisch überhaupt abbilden kann. Und ist aber in der Beratung und ich hoffe, es wird den gewünschten Ausgang haben, der in Ihrer Frage vorkam. Die nächste Frage stellt aus der Fraktion Die Linke Janine Wissler. Ja, Herr Bundeskanzler, fast 50 Stunden haben Sie im Koalitionsausschuss verhandelt. Leider merkt man das in den Ergebnissen nicht an. Und wichtige Punkte haben Sie ja erst gar nicht auf die Tagesordnung geschafft, zum Beispiel die Kindergrundsicherung, also der Kampf gegen Kinderarmut. Aber Sie sprechen trotzdem, Zitat, von sehr, sehr, sehr guten Ergebnissen. Aber Sie haben ja auch vor kurzem davon gesprochen, dass Herr Wissing ein sehr, sehr guter Verkehrsminister sei. Nun ja, meine Frage an Sie, wenn ein Verkehrsminister die Klimaziele in seinem Sektor nicht erreicht, weil er die Mobilitätswende blockiert, wäre es dann nicht angebrachter, den Verkehrsminister auszuwechseln oder aber von ihrer Richtlinienkompetenz Gebrauch zu machen, statt das Klimaschutzgesetz aufzuweichen? Und weitere Frage, wäre es angesichts der sich zuspitzenden Klimakrise nicht notwendig, endlich ein Tempolimit einzuführen, statt 144 neue Autobahnprojekte voranzutreiben, die Sektorenziele aus dem Klimaschutzgesetz rauszuschmeißen und damit dem Versagen bei der Verkehrswende auch noch gesetzlich Rechnung zu tragen? Zunächst mal haben Sie richtig berichtet. Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis der Gespräche. Und zweitens ist der Herr Bundesminister Wissing ein sehr, sehr guter Verkehrsminister. Er wird vieles anpacken, was notwendig ist. Ich habe mich sehr ausführlich mit ihm unterhalten, wie wir es schaffen, in diesem Jahrzehnt
das Kernnetz unserer Eisenbahn so voranzubringen, dass es nicht immer durch Störfälle behindert wird und dass wir eine massive Ausweitung der schienengebundenen Verkehre in Deutschland auch tatsächlich zustande kriegen. Also er ist genau richtig unterwegs. Und ich will Ihnen widersprechen, was die Einschätzung der Modernisierung und Reform des Klimaschutzgesetzes betrifft. Das wird ein ambitionierteres Gesetz, als es bisher existierte. Es hat klare Zielsetzungen. Es löst sich vom linearen Denken und beschreibt immer jedes Jahr genau, was ist noch zu tun und können wir es schaffen, dass wir 2030 jeweils unsere Zielsetzung erreichen. Und dadurch, dass wir das gemacht haben und machen werden, werden wir auch in die Lage kommen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und kriegen dann auch den notwendigen Schwung, den wir brauchen, damit Deutschland schneller vorankommt beim Ausbau der erneuerbaren Energien, bei dem Ausbau der Schieneninfrastruktur, beim Voranschreiten, was Elektromobilität zum Beispiel betrifft. Denn das sind ja doch große Zielsetzungen. 15 Millionen elektrisch betriebene Fahrzeuge bis 2030, das ist eine Nummer. Und das wollen wir auch tatsächlich erreichen. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Herr Bundeskanzler, noch ambitionierter ist natürlich auch eine interessante Formulierung für ein Gesetz, das ja bisher nicht dazu beigetragen hat, dass Deutschland die Klimaschutzziele erreicht. Aber ich habe noch mal eine Nachfrage, weil Sie auch den Schienenverkehr angesprochen haben und ja jetzt im Koalitionsausschuss vereinbart wurde, dass die Lkw-Maut erhöht werden soll und das dann eben auch in den Ausbau der Schieneninfrastruktur fließen soll. Meine konkrete Frage, was schätzen Sie denn, mit welchen Einnahmen rechnen Sie denn aus der Erhöhung der Lkw-Maut und glauben Sie, dass diese Erhöhung auch nur ansatzweise dazu beitragen kann, den massiven Investitionsbedarf, den wir bei der Schiene haben, zu decken? Wir haben ja in dem Papier auch den Investitionsbedarf sehr genau beschrieben. Da werden insgesamt zusätzliche Mittel von 45 Milliarden in den nächsten Jahren mobilisiert werden müssen. Und in der Tat setzen wir jetzt um, was übrigens schon, das muss man sagen, in der letzten Legislaturperiode beschlossen war, dass es nämlich einen CO2-Aufschlag auf die Lkw-Maut gibt, der übrigens auch mit ziemlich hohen Beträgen immer in der Finanzplanung des Haushaltes der letzten Jahre veranschlagt war. Und deshalb glaube ich, ist es auch richtig, dass wir jetzt das, was wir in die Finanzplanung geschrieben haben, auch gesetzt werden lassen. Die nächste Frage stellt aus der FDP-Fraktion Valentin Abel. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Ich hätte mir keine schönere Überleitung wünschen können, weil wir investieren ja auch sehr viel in die Schiene, in den ÖPNV, in den Radverkehr in Zukunft. Meine Frage wäre, angedenk des massiven Investitionsrückstaus, der sich nicht erst seit gestern ergeben hat, sondern aus Jahrzehnten heraus entstanden ist, und den zusätzlichen Mitteln, die jetzt für die Schiene bereitstehen sollen, und den Ergebnissen der Beschleunigungskommission Schiene. Was sind Ihrer Meinung nach die nächsten wichtigen Schritte, um diesen Verkehrsträger, der für Bürger und Wirtschaft essentiell ist, fit für die Zukunft zu machen? Ich habe einen Teil davon eben schon angesprochen. Wir werden vor allem das Kernnetz einmal so instand setzen müssen, dass das auch die großen Verkehrsbedarfe aufnehmen kann. Und wir werden auch sehr zusammenhängende Investitionen tätigen müssen. Das wird 10 Jahre auch wirklich eine Herausforderung. Also wenn nicht irgendwo mal ein Teilstück saniert wird, sondern eine ganze Strecke für eine kurze Zeit vom Netz genommen wird, um sie dann einmal grundlegend zu sanieren, sodass das keine Störung für die Zukunft mehr bringt, dann hat das schon was mit Mut des sehr guten Verkehrsministers zu tun, dass er diesen Weg auch tatsächlich gehen will. Und das wollen wir, damit das ganze Kernnetz erstmal seine Leistungsfähigkeit dramatisch erhöht. Und das Gleiche gilt dann natürlich für die Ausbauvorhaben, die wir für die Schiene uns vorgenommen haben. Da geht es um sehr, sehr viel, was da notwendig ist. Das größte Problem, mit dem wir heute konfrontiert sind, wenn irgendein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin irgendwo in Deutschland sagt, sie will eine Regionalbahn bauen, um die Verkehre der aufzunehmen, die von den Einpendlern in die eigene Stadt fahren, dann ist das eine Entscheidung für ein Projekt, das in 15 Jahren abgeschlossen ist. Und diese lange Dauer, die über so viele Jahre und Jahrzehnte entstanden ist, die können wir nicht mehr akzeptieren. Deshalb all die Beschleunigung. Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Vielen herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler. Das Thema der synthetischen Kraftstoffe wurde schon angesprochen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Einigung mit der EU-Kommission gefunden haben, die sicherstellt, dass jede Technologie, die uns helfen kann, Klimaschutzziele erreichen, auch genutzt wird. Wie schätzen Sie die Ergebnisse mit der EU-Kommission ein in Bezug auf Arbeitsplätze, auf Klimaschutz in diesem Land? Und sehen Sie Möglichkeiten, wie man zum Beispiel auch mit den gestrigen Beschlüssen zu Carbon Capturing hier wirklich zwei wichtige Dinge, das Auffangen von CO2 und Gewinnung von Kraftstoffen, kombinieren kann? E-Fuels spielen für diese Regierung von vornherein eine große Rolle, natürlich ganz besonders für Verkehre wie Schiffsverkehr, Luftverkehr und bestimmte schwere Transportaufgaben. Aber sie sind ja eben gleichermaßen auch eine Möglichkeit, das zu tun, was mit dieser Ergänzung der europäischen Regelung entsprechend unseres Koalitionsvertrages jetzt auch vorgenommen wird. Nämlich, dass es möglich sein soll, ab 2035 Fahrzeuge, die mit E-Fuels betrieben werden, auch weiter zuzulassen. Die Dimensionen, die das haben wird, die kann ich nicht ermessen. Denn es gibt ja viele Entscheidungen vieler Unternehmen, die weit über 100 Milliarden pro großes Automobilunternehmen zum Beispiel umfassen, was jetzt Elektromobilität betrifft. Das werden wir sehen. Es ist ja eine Entscheidung für Technologieoffenheit und nicht eine Entscheidung für Marktanteile. Das kann man auch schlecht vorhersehen. Deshalb ist das, glaube ich, etwas, was sich ergeben wird. Die Möglichkeit jedenfalls ist geschaffen. Und wir arbeiten daran, dass die Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen dafür auch gegeben sind. Sie finden ja auch mehrere Gesetzesvorhaben in dem sehr guten Modernisierungspapier wieder, in dem beschrieben worden ist, dass zum Beispiel E-Fuels an Tankstellen angeboten werden können sollen und Ähnliches. Nächste Frage stellt aus der CDU-CSU-Fraktion Andrea Lindholz. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, seit Anfang November letzten Jahres bis einschließlich Februar diesen Jahres haben erneut 110.000 Personen Asyl in unserem Land beantragt. Die Zahlen im März steigen weiter und wir haben ein solches Ausmaß an irregulärer Migration zuletzt 2015, 2016 und in den 90er Jahren gesehen. Zahlreiche Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte, auch von Ihrer Partei und von der Partei der Grünen, klagen über die Belastbarkeit. Sie sagen, die Grenzen sind überschritten. Und Sie haben die Auffassung, dass Sie diese Hilferufe bisher ignoriert haben. Wir haben daher als größte Opposition in dieser Woche auch zu einem Flüchtlingsgipfel eingeladen, bei dem auch viele Bürgermeister und Landräte aus dem ganzen Bundesgebiet zugesagt haben. Sie lassen Schreiben der Kommunen weiter beantwortet. Die beiden Treffen bei Frau Faeser, ihrer Bundesinnenministerin, waren quasi ergebnislos. Und die Bundesinnenministerin hat hier noch im November und zuletzt vor zwei Wochen gesagt, wir hätten keine große Migrationskrise. Ich frage Sie jetzt, sind Sie der gleichen Auffassung, dass wir keine große Migrationskrise haben? Zunächst mal ist es so, dass wir sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen haben. Etwa 1 Million sind hierzulande registriert. Und ich will das hier und an dieser Stelle noch mal sagen, ich bin dankbar, wie viele Bürgerinnen und Bürger, wie viele Gemeinden, wie viele Bürgermeister und Bürgermeister, Landräte, wie viele, ja auch alle unsere 16 Landesregierungen, alle zusammen, viele wohltätige Organisationen etwas dafür getan haben, dass diese große Herausforderung angesichts des furchtbaren russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine von unserem Land auch angenommen worden ist. Sie dürfen eine Und deshalb haben wir auch festgelegt, dass es entsprechende Mittelunterstützung gibt. Letztes Jahr waren es 3,5 Milliarden für die verschiedenen Aufgaben. Zusätzlich haben wir Mittel bereitgestellt, indem wir die gesamten ukrainischen Flüchtlinge in die Finanzierungsrahmen des Bürgergeldes übernommen haben. Das sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, etwa 5 Milliarden pro Jahr. Außerdem haben wir in sehr großem Umfang Liegenschaften von der BIMA zur Verfügung gestellt und werden das auch weiter tun, kostenfrei und, soweit wir das selber können, auch vorbereitet, sodass das eine Möglichkeit ist. Wir haben, wie Sie wissen, ein Gesetz zur Beschleunigung von Asylverfahren auf den Weg gebracht, das dazu beitragen soll, dass die Asylverfahren schneller abgewickelt werden können. Und wir bringen eine ganz große Modernisierung in Deutschland zustande, indem wir Migrationspartnerschaften abschließen wollen mit Herkunfts- und Transitländern. Etwas, was jahrelang nötig gewesen wäre und
was jetzt auch von dem neu dazu beauftragten Herrn Stamp für die Bundesregierung mit vorangebracht wird. Aber wir werden alle dran arbeiten. Und die Idee ist, dass wir das Problem, das keine Regierung auf der Welt gut bisher hat lösen können, lösen. Nämlich, dass selbst wenn die Verfahren beendet sind, aber die Herkunftsländer, die ihre eigenen Bürger nicht zurücknehmen, wir ein Problem haben. Und deshalb soll das ein Inhalt dieser Vereinbarung sein, dass wir sicherstellen, dass tatsächlich die wieder zurückgenommen werden, verbunden mit der für uns ja sowieso notwendigen regulären Migration für unseren Arbeitsmarkt. Das war jetzt eine sehr lange Antwort, weil das rote Licht schon aus war wegen unseres Wechsels hier. Haben Sie denn noch eine Nachfrage? Ja, ich hätte noch eine Nachfrage. Herr Bundeskanzler, wir teilen Ihre Auffassung, dass das Engagement in unserem Land in Bezug auf die ukrainischen Flüchtlinge wirklich großartig ist. Den letzten Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben, da geht es aber um die irreguläre Migration. Eine weitere Möglichkeit, um die irreguläre Migration bei uns in den Griff zu bekommen, wäre es, dass wir weitere Länder mit niedrigen Anerkennungsquoten als sichere Herkunftsstaaten einordnen. Sie haben das im Februar im Europäischen Rat auch bestätigt und zugestimmt. Ihr Koalitionspartner, die Grünen, blockieren das seit Jahren, dass die Liste der sicheren Herkunftsstaaten, hier gehört zum Beispiel Georgien und die Maghreb-Staaten dazu, ausgeweitet werden. Ich frage Sie daher, wie stehen denn Sie persönlich zur Einstufung weiterer sicherer Herkunftsstaaten und Ihre Regierung? Ich habe die Gesetzgebung, die es möglich macht, einzelne Länder als sichere Herkunftsstaaten einzustufen, immer mitgetragen und unterstützt. Und deshalb gibt es auch keine Position dieser Bundesregierung, dass das nicht für weitere Länder in Frage kommt. Wir werden das also immer ganz konkret Fall für Fall beantworten, weil das eine Möglichkeit ist, wenn auch nicht die entscheidende. Die entscheidendere ist das, was ich eben über die Migrationspartnerschaften gesagt habe. Und natürlich brauchen wir auch sehr viele Regelungen hierzulande. Also die Digitalisierung der Ausländerbehörden kann nicht so gering bleiben, wie sie heute ist. Die müsste längst abgeschlossen sein, nachdem wir 2014/15 so viele Fragestellungen hatten. Eigentlich müsste jede Ausländerbehörde mit einer elektronischen Akte nach dem Ausländerprinzip arbeiten. Wir brauchen einen vollständigen Austausch mit dem Ausländerzentralregister. Das wird ab Mai möglich sein. Ich gehe davon aus, dass jede Ausländerbehörde sich vorbereitet hat, das dann auch zu können. Und wir werden natürlich auch dafür Sorge tragen müssen, dass genügend Richterinnen und Richter in den Asylkammern der Verwaltungsgerichte beschäftigt sind, damit die Verfahren schnell vorankommen und dass es genügend Abschiebehaftplätze überall in Deutschland gibt und nirgendwo nicht genügend Kapazitäten zur Verfügung stellen. Das ist das Setting, das notwendig ist, damit man das insgesamt hinbekommt, die große Herausforderung, die wir haben, zu bewältigen. Eine weitere Nachfrage aus der Union kommt von Herrn Thun. Sie sind gerade der Frage meiner Kollegin Lindholz ausgewichen, haben Sie erneut nicht beantwortet. Es ist nicht richtig, dass in Ihrem Koalitionsvertrag enthalten ist, dass weitere sichere Herkunftsländer ausgewiesen werden sollen, sondern das ist gerade nicht geregelt worden, weil die Grünen sich das seit Jahren verweigern. Sie sind jetzt von den anderen europäischen Ländern gedrängt worden, auf europäischer Ebene der Ausweisung weiterer sicherer Herkunftsländer zuzustimmen und haben das am 9.2. im EU-Rat auch mitgetragen. Deswegen sind Sie bereit, ganz konkret jetzt Gesetzesvorhaben hier in den Bundestag einzubringen und dann auch durch den Bundesrat durchzubringen mit weiteren sicheren Herkunftsländern, insbesondere den Maghreb-Staaten und Georgien. Wir haben das ja schon in der letzten Legislaturperiode, SPD und CDU/CSU, hier durchgesetzt und sind dann an den Grünen im Bundesrat gescheitert. Sind Sie bereit, dieses erneut aufzurufen, Herr Bundeskanzler? Schön ist zunächst mal, dass Sie so seriös und ordentlich sind, dass Sie berichten, dass das Vorhaben der letzten Regierung gescheitert ist, solche Regelungen zustande zu bringen, dass es also der CDU nicht gelungen ist, das zu ermöglichen. Und zum Zweiten ist es so, dass ich wiederhole, was ich eben gesagt habe. Es gibt keine prinzipielle Entscheidung, dass es gar nicht geht. Es wird immer Einzelfallentscheidungen geben und die werden dann auch am Einzelfall des jeweiligen Landes getroffen werden. Die nächste Frage kommt von Nina Starr.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Frau Breher hat das Thema auch schon angesprochen. Darüber freue ich mich sehr, weil ich aus dem großen Interesse der Unionsfraktion an der Kindergrundsicherung Unterstützung im Kampf gegen die Kinderarmut rauslese. Und da freue ich mich natürlich auf die konstruktive Zusammenarbeit. Wie relevant das ist, hat uns jetzt auch am Montag wieder der Bericht von Save the Children gezeigt, der Europäische Kinderarmutsbericht. Viele Familien sind angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise und der hohen Lebensmittelpreise besonders belastet. Das Ergebnis ist, Kinder werden ausgeschlossen von Teilhabe und Bildung. Kinder werden ihrer Lebenschancen beraubt. Das können und werden wir nicht hinnehmen. Deswegen haben wir uns im Koalitionsvertrag auf die Kindergrundsicherung als zentrales Instrument zur Bekämpfung und zur Prävention von Kinderarmut geeinigt. Und als Bündnisgrüne Fraktion fordern wir das seit vielen Jahren. Und auch Save the Children hat das jetzt wieder benannt als ein zentrales Instrument. Meine Frage, Herr Kanzler, ist, welche Instrumente sehen Sie als zentral im Kampf gegen die Kinderarmut? Und was kann die Kindergrundsicherung da als Beitrag leisten, auch zur Prävention von Kinderarmut? Das Wichtigste, was man gegen Kinderarmut tun kann, ist natürlich, die Berufstätigkeit der Eltern zu fördern. Wenn ein Familienmitglied berufstätig ist, ist das oft ein ganz wichtiger Schritt gegen Kinderarmut. Deshalb dürfen wir diesen Aspekt niemals vergessen. Einerseits, indem wir die Erwerbstätigkeit von Eltern fördern und möglich machen, dass das klappt. Schön, wenn es ein Elternteil ist, gut ist, wenn es auch beide sein können. Und das hat natürlich auch etwas zu tun mit der Angebotsstruktur für Kinderbetreuungsmöglichkeiten für junge Familien, ob das nun Krippen oder Kitas sind, ob es Ganztagsangebote gibt. Das ist die eine große und wahrscheinlich auch entscheidende Herausforderung, die wir als ganzes Land bewältigen müssen. Und die zweite ist natürlich, dass wir dort, wo wenig Geld ist, wo wenig Geld verdient wird, helfen, dass das sich ändert. Da haben wir vieles gemacht mit der Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro, ein ganz entscheidender Schritt mit der Anhebung und Ausweitung des Wohngeldanspruches, mit der Ausweitung und Anhebung von Kindergeld und Kinderzuschlag. Darüber haben wir schon gesprochen. Übrigens auch mit der Reduzierung der Sozialversicherungsbeitragsbelastung für Familien, die weniger als 2.000 Euro für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die weniger als 2.000 Euro brutto verdienen. Und die Kindergrundsicherung wird eine große Rolle spielen, insbesondere im Hinblick darauf, dass wir angesichts der Leistungshöhe, die wir mittlerweile mit Kindergeld und Kinderzuschlag erreicht haben, auch sicherstellen, dass nicht so viele von ihren Möglichkeiten, diese Leistung in Anspruch zu nehmen, keinen Gebrauch machen, weil sie sich nicht auskennen und es zu schwierig und zu unerklärbar finden. Und ich glaube, da haben wir eine große und große Reformaufgabe vor uns. Haben Sie eine Nachfrage, Frau Starr? Bitte schön. Finanzielle Armut führt überdurchschnittlich häufig ja auch dazu, dass die betroffenen Kinder im Bildungssystem nicht so weit kommen wie andere. Mit leerem Magen lernt es sich schlecht, das wissen wir alle. Deswegen auch noch mal meine Frage: Glauben Sie, dass die Kindergrundsicherung tatsächlich auch einen Beitrag dazu leisten kann, dass wir Kinder auch aus der Bildungsarmut herausholen und tatsächlich auch einen Beitrag im Kampf gegen den Fachkräftemangel entsprechend in unserem Land leisten kann? Ja, ich glaube, dass beides der Fall ist. Das will ich ausdrücklich dazu sagen und auch notwendig. Ich finde, dass es zunächst mal mit guter Bildung um einen sehr humanistischen Anspruch geht. Das ist erstmal für sich selber richtig, nicht wegen der späteren Berufstätigkeit. Aber wir wollen, dass jeder und jede so viel aus der Schule mitnehmen kann, dass man ein eigenständiges Lebensmodell entwickeln kann und nach den eigenen Vorstellungen auch leben kann und seine Perspektiven selbst entdecken kann. Und das Zweite ist natürlich, dass auch eine gute berufliche Schulausbildung die Grundlage ist für gute berufliche Perspektiven. Wir wissen, die Arbeitslosigkeit ist besonders hoch, wo keine Schulabschlüsse da sind. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, wo wenig Berufsabschlüsse existieren. Und wenn wir das ändern, indem wir gute Rahmenbedingungen für Kinder in diesem Land schaffen, dann leisten wir auch einen Beitrag gegen Kinderarmut und für gute berufliche Perspektiven dieser jungen Leute in unserem Land. Vielen Dank. Und damit beende ich die Befragung. Und wir danken dem Herrn Bundeskanzler für die Bereitschaft zur Antwort.